So, servus, heute bei mir zu Gast der Stefan vom Outdoor Chiemgau. Servus, wie geht's? Servus, grüß euch alle miteinander. Mir geht's hervorragend, wie immer. So, und wir haben ja jetzt das Thema, auf meinem Kanal werden ja sehr viele Prophetien behandelt. Also das heißt jetzt nicht, dass das so kommen muss, aber es gibt ja zum Beispiel also Prophezeiungsforscher wie den Stefan Berndt und der hat zum Beispiel 60 Quellen ausfindig gemacht, die immer davon reden, dass da eine dreitägige Finsternis gibt. Also dass sie da die Pole verschieben, also nicht magnetisch, sondern geografisch, dass die Kruste so verrutscht. Ja? Und da bin ich halt auch sehr hellhörig drauf geworden. Also man muss das ja nicht glauben. Aber das Komische ist, dass sehr viele unabhängige Leute das über die Geschichte hinweg so prophezeit haben, auch von unterschiedlichen Orten. Unter anderem auch der Hellseher Alois Illmeier, der ist ja vielen ein Begriff, weil der eine ziemlich hohe Trefferquote gehabt hat. Und jetzt kann man sich hinstellen und kann sagen, das glaube ich oder das glaube ich nicht. Aber ich sage jetzt mal, vorbereitet ist ja besser, wie wenn man dann einfach da blindlings neilaft und einfach sie denkt, wird schon nichts passieren. Und das wollte ich jetzt mit dir mal besprechen, weil du bist der Experte für so Survival oder wenn man sich da vorbereitet. Weil wir sind ja im Endeffekt alles bloß Laien. Und was wir heute halt haben durch die Prophezeiungstexte, dass halt heißt, wir sollen uns Dosen anschaffen. Ich finde halt, das ist ein bisschen wenig, wenn man jetzt einmal das Ganze durchginge. Und der Illmeier sagt ja, wenn dieses Schicksalsjahr kommt, das ist dann ein ganzer warmer Frühling und die Bauern, die werden dann schon im März mähen. Das ist ja praktisch in unserem Gebiet. Du bist ja gar nicht weit weg, da wo der Illmeier gewohnt hat, da Freilassing, richtig, oder? Genau, 15 Kilometer. 15 Kilometer. Und da wird es jetzt natürlich schon interessant, was tun wir denn, wenn wir jetzt im März haben? Und wenn wir jetzt sehen, die Bauern fangen ja jetzt an zu mähen, das ist ja schon mal ein Indiz. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt so stattfindet. Aber es ist schon mal nicht so ganz gut, würde ich mal sagen, oder? Ja, vor allem, er hat ja irgendwann einmal gesagt, alle rufen Shalom und dann geht's los. Das hat man ja gerade. Die israelische Armee hat ja quasi von der Grenze zum Gazastreifen ihre Armee neu abgezogen. Deswegen haben die ja Durchbrecherkinder so einfach, weil die gedacht haben, da ist jetzt Friede. Also ich bin ja normal keiner, der an sowas glaubt, aber ich kenne viele Leute, die ihren Illmeier nur persönlich kennt haben. Und die Geschichten, was wir von dem erzählt haben, die haben tatsächlich so, dass ich sage, also unabhängig voneinander, dass ich sage, irgendwie ist da wahrscheinlich vielleicht sogar was dran. Also mir geht es ja jetzt auch gar nicht mehr um das Glauben, sondern die Frage ist halt, kann ich mich vorbereiten, wenn dann tatsächlich was passiert? Und jetzt gehen wir das einfach einmal durch. Jetzt sagen wir mal, jetzt kommt der März. Jetzt sehen wir, die Bauern fangen jetzt schon zum Mähen an, so Ende März. Und jetzt fängt es irgendwie an mit der Inflation. Dann heißt es ja, jetzt kommt dann erst eine große Wirtschaftskrise. Das Geld verliert mehr und mehr an Wert. Wann muss ich mich denn vorbereiten, wenn dann im Hochsommer der Krieg ausbricht in diesem Jahr? Wir wissen es ja nicht, aber sagen wir mal einfach fiktiv, das ist dieses Jahr. Und da heißt es ja, im Hochsommer bricht der Krieg aus. Wann müssen wir uns vorbereiten? Wir müssen uns vorbereiten. Und das ist also eine Frage, die hat man bis jetzt auch keiner so richtig beantworten können. Was brauche ich denn da wirklich alles? Und wie schaut es dann mit den Nachbarn aus? Und was kommt da dann wirklich auf uns zu, wenn so ein Szenario in Kraft tritt? Das Erste ist ja einmal, dass der Krieg ausbricht. Der Dritte Weltkrieg, da wo dann Russland Deutschland überfällt und so weiter. Was heißt denn das für unsere Krisenvorbereitung, wenn das jetzt schon passiert? Und wann bin ich spät dran? Ach Gott, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ja. Wir fangen mal ganz von vorne an, wann sollte ich mich vorbereiten? Nun, desto früher, desto besser logischerweise, weil es dauert ja immer eine gewisse Zeit. Ich bin kein Freund davon, dass man jetzt sagt, wow, ich fahre jetzt los und dann kaufe ich alles auf einmal ein. Sondern eigentlich sage ich immer, bei jedem Einkauf nimmst du zum Beispiel mal eine Kiste Wasser extra mit oder mal eine Dose extra oder mal Spaghetti extra etc. Dass du einfach so ein kleines Lager dir langsam aufbaust, dann kostet das auch nicht viel. Wenn das Lager dann mal gefüllt ist, dann nimmst du die Sachen aus, also dann kaufst du zum Beispiel wieder deine Spaghetti, nimmst aber die anderen aus dem Lager wieder raus, sodass das schön rolliert, dann kostet dir das nämlich eigentlich gar nichts. So mache ich zum Beispiel mit meinem Wasser, wenn ihr einen neuen Kasten kauft, dann kommt der ins Lager und ich nehme aus dem Lager den Kasten Wasser raus, so läuft es immer durch, ich habe immer frisches Wasser, kostet mich keinen Cent. Ganz im Gegenteil. Ich habe vor kurzem eine Dosen gegessen, also aus einer Dosen gegessen, die 2 Jahre alt war. Da war mehr drin wie heute und die hat die Hälfte gekostet. Spaß sogar noch Geld damit. Ja, durch die Inflation hast du dann eigentlich, wenn du einkauft hast, auch noch Geld gespart. Bloß ich habe halt auch das Problem, dass mir der Fraß teilweise nicht schmeckt. Ich sag's dir ganz ehrlich. Genau, das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Man sollte das kaufen, was einmal schmeckt.
sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Bevor wir aber vielleicht da drauf kommen, was könnte denn passieren bei einer dreitägigen Finsternis? Warte mal, bevor wir da anfangen. Die dreitägige Finsternis kommt ja erst, wenn der Krieg käme. Also das erste ist der Sohn nach Irlmeier, wenn man das chronologisch angängen, dass im Hochsommer der Krieg ausbricht, da wo halt die Russen nach Deutschland einfallen. Ja, der Krieg ist für mich schon wieder Punkt 2. Fangen wir zuerst mal mit Punkt 1 an. Das ist quasi diese drei, also ich weiß, es ist Unrat, aber ich fange jetzt von der Krisenvorsorge her, fange jetzt mal bei der dreitägigen Finsternis an. Auf was muss ich mich da einstellen? Was kommt auf uns zu und auf was muss ich mich vorbereiten? Und danach würde ich dann sagen, weil der Krieg ist dann nochmal weiterführend, da setzen wir dann da drauf auf. Also wir machen jetzt mal aus Sicht von der Krisenvorbereitung und da ist es Unrat. Es ist ganz einfach so, wenn ich jetzt... ich sage ja, so eine dreitägige Finsternis ist für mich ein Blackout. Sage ich jetzt mal gar nicht, ich bin ja der Techniker des Ganzen. Das heißt, wir haben dort keinen Strom mehr. Wenn wir keinen Strom haben, das hat jeder schon mal erlebt. Es geht natürlich kein Licht mehr, es gehen keine Ampeln mehr. Es gehen die Haushaltsgeräte, funktionieren alle nicht mehr. Selbst die Kaffeemaschine geht ja nicht. Muss man ja bedenken, wenn man morgen aus dem Haus geht ohne Kaffee. Ja. Würde ich nicht tun. Es fällt natürlich sämtliche Kommunikation aus. Unser Internet und Telefon fällt sofort aus, weil die Fritzbox, die wir ja alle dran haben mittlerweile, die braucht ja Strom. Ohne Strom funktioniert die aber nicht. Und das nächste Problem ist, da macht man natürlich alles übers Handy, haben wir ja halt alle. Nur diese Handymasten sind in der Regel für 20 Minuten Notstrom versorgt. Das heißt, nach 20 Minuten ist dort Feierabend. Also ich muss in die ersten 20 Minuten alle Telefongespräche geführt haben, sonst ist es dann einfach vorbei. Also vielleicht noch Kinder geschrieben, WhatsApp oder sonst was, Achtung nach Schule, ich hole euch ab oder wie auch immer. Es ist auch für die Behörden das Problem, weil auch der BOS-Funk dann ausfallen wird. Internet etc., Social Media gibt es dann natürlich sowieso nicht mehr. Ist für manche wahrscheinlich die größte Krise. Dann haben wir natürlich auch das Problem, du kriegst kein Geld mehr mit deiner EC-Karte, weil es geht weder Bankautomat noch geht in die Geschäfte was. Und auch werden alle Supermärkte in dem Moment schließen, wenn der Strom ausfällt. Warum? Die brauchen für die Kasse Internet und Strom, die brauchen fürs Licht Strom, die brauchen für die Tür Strom. Zu mir hat eine vom Pennymarkt mal gesagt, der Filialleiterin, beim letzten Stromausfall hat sie zu den Kunden gesagt, lasst eine Wagen stehen, alle raus mit euch, weil ich habe nicht das Personal, jeden nachzulaufen, dass sie den Einkauf kontrollieren, die können sie ja nirgendwo eingeben. Das heißt, in dem Moment sind alle geschlossen und was ich zu dem Zeitpunkt nicht gekauft habe, bekomme ich dann nicht mehr. Wenn ich kein Wasser daheim habe, werde ich verdursten im schlimmsten Fall. Wenn ich nichts zum Essen daheim habe, werde ich halt einfach hungern. Gut, wird manchen von uns vielleicht gar nicht mal schaden, aber du weißt das ja selber, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Also das Thema ist ja mit der dreitägigen Finsternis, das sollte ja ein kosmisches Ereignis sein. Das wird halt auch ein Blackout zur Folge haben. Und das schaut halt so aus, dass drei Tage scheint keine Sonne und dass da draußen so ein tödlicher Staub um sich gehen soll. So heißt es zumindest. Und dass sehr viele Leute dabei sterben werden. Aber was ist dann nach diesen drei Tagen? Da muss man davon ausgehen, wenn man die drei Tage überlebt, weil man im Haus geblieben ist. Dann ist ja hinterher die ganze Infrastruktur mehr oder weniger im Arsch. Genau. Also da gibt es keinen Strom mehr und nichts. Aber wie lange dauert denn das dann wieder, dass ich dann wieder meinen Supermarkt habe? Und was passiert? Du bist schon viel zu schnell. Es fällt ja noch viel mehr aus. Das ist ja, es geht keine Tankstellen nicht. Das heißt, wenn du gerade irgendwo bist und dein Tank ist gerade leer, dann kommst du in dem Moment auch nicht mehr nach Hause. Sollte es dann wirklich zu irgendwelchen Staubentwicklungen kommen, ja, dann hast du definitiv großes Problem. Das heißt, Tank immer so gefüllt sein, dass man noch nach Hause kommt. Genauso wie ihr Lift nicht funktionieren. Wenn der Stromausfall länger dauert, also ich sage mal länger als 12, 24 Stunden, fällt zum Beispiel auch die Wasserversorgung aus. Ja. Da denken auch viele nicht dran. Gerade die zum Beispiel diese Sprudler daheim haben, was trinkt ihr dann ohne Wasser? Es gibt dann nichts mehr. Und natürlich, wenn die Wasserversorgung ausfällt, woran keiner denkt, es funktioniert auch die Wundertaste am Klo nicht. Das heißt, der Erste hat kein Problem, dass er bei dem funktioniert noch alles wunderbar. Der Zweite, der aufs Klo geht, lässt alles raus und drückt dann auf die Wundertaste und da tut sich nichts mehr. Ja, und der Dritte hat dann richtig Spaß. Also was macht ihr zum Beispiel mit einer, ich nenne es jetzt mal Errungenschaften dann? Wohin damit? Das Klo funktioniert ja nicht mehr. Es wäre kalt, egal ob du Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe hast, ohne Strom funktioniert keine Heizung. In die alten Pflegeheime haben wir die Riesenprobleme. Kommt die Altenpflegerin überhaupt noch? Gibt's da gibt es auch kein Wasser mehr, da wird es kalt, da wird es Sonstiges.
Also wenn das ist, sollte man vielleicht an seine Liebsten im Pflegeheime denken, im Krankenhaus und die heimholen. Das wäre sonst heftig. Also es gibt noch wesentlich mehr Sachen. Und wenn es natürlich 3 Tage dauert und du dir vorstellen musst, dass manche einfach vielleicht nichts zum Trinken daheim haben, kannst du dir natürlich vorstellen, Kinder nach 24 Stunden ohne Wasser tot. Erwachsene 3 Tage ohne Wasser tot. Also wärst du natürlich als Familienvater alles tun, um irgendwo Wasser zu beschaffen. Und ich möchte da vielleicht ein kleines Beispiel zeigen. So, siehst du meinen Bildschirm? Jawohl, ist geteilter Bildschirm. Genau. Ich möchte euch mal so ein Beispiel sagen, zu was Menschen dann fähig sind, wenn sie nichts mehr zum Trinken haben. Das ist Venezuela, da gab es 6 Tage einen Blackout. Das ist die Hauptstadt von Venezuela und das ist der Kanal. Man sieht hier, hier schwimmt einiges drin und ich stelle immer die Frage, wer von euch würde da raustrinken? Ich nicht. Genau, du würdest. Wenn du nämlich nichts mehr zum Trinken hast, die Leute haben dort rausgetrunken in ihrer Not, weil sie nichts mehr zu trinken hatten. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass du dort natürlich krank wärst, gerade wenn du zum Beispiel auch keinen Wasserfilter oder sowas in die Richtung besitzt, der dann zumindest das Gröbste mal aus dem Wasser rausfällt. Also Wasser ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Krisenvorsorge, noch viel, viel wichtiger als jede Dosen ist Wasser, weil wir können 3 Wochen ohne Nahrung auskommen, im schlimmsten Fall. Sollte man nicht, aber es geht. Aber 3 Tage ohne Wasser, dann war es das und bei Kindern einen Tag. Genau. Also das sind einmal so ein paar Sachen, die man einfach beachten muss und darauf muss man sich jetzt vorbereiten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was? Ja, die Frage wird halt einfach auch sein, was dann auch für Konfliktpotenzial das aufwirft, wenn jetzt jemand weiß, dass du einen Haufen Wasser daheim hast. Ist tatsächlich die größte Gefahr, haben die Unvorbereiteten beim Blackout. Also ich mache mir keine Sorgen um ein Blackout, darauf bin ich vorbereitet, aber mir machen die Unvorbereiteten Sorgen. Ich weiß, in meinem Haus haben alle vorbereitet, da gibt es kein Problem, aber natürlich gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Nachbarn, gerade in der Stadt, der überhaupt nichts hat. Ich war im Sat.1 Frühstücksfernsehen und dann habe ich da einen Vortrag gehalten über quasi, so wie wir es jetzt machen, über Krisenvorsorge. Und dann haben wir mal in die Runde gefragt, wer eigentlich eine Taschenlampe hat. Also sowas Simples wie eine Taschenlampe. Waren 20 Berliner da drinnen. Einer hatte eine Taschenlampe. Jetzt kannst du aber vorstellen, wenn dort kein Licht mehr geht, auch von draußen keine Straßenbeleuchtung. Was denkst du denn, was du da plötzlich für Geräusche hörst? Es ist stockfinster, es tut sich draußen nichts mehr, du bist nicht abgelenkt vom Fernseher, Handy, sonstiges. Du hörst plötzlich Geräusche, die du dein Leben lang noch nie gehört hast. Und dann knackst draußen. Und dann ist die große Frage für dich, das Gedächtnis geht natürlich los, da stehen schon 10 draußen, die mich jetzt überfallen wollen. Weil natürlich für einen Einbrecher Eldorado, du hast keinen Strom, du hast keine Alarmanlage, du kannst keinen Notruf absenden. Das wird, von dem her ist das natürlich das Eldorado für jeden Dieb, Randalierer, sonstiges. Und da habe ich jetzt anders, da hätte ich jetzt anders eine Frage an dich. Jetzt bist du ja gut vorbereitet. Du hast jetzt da deine ganzen Vorräte, da gehen wir dann auch noch drauf ein. Und jetzt sage ich einfach mal, jetzt ist gegenüber von deinem Haus, da wohnt jetzt eine Nachbarin, die ist alleinstehend, hat vielleicht 2 Kinder. Und die hat keinen Plan davon. Die hat halt immer das ignoriert, was du gesagt hast. Und jetzt beobachtest du das vom Fenster, wie die mit den Kindern mehr oder weniger verhungert. Das kriegst du dann im Endeffekt mit. Jetzt klopft die bei dir und sagt, ob du helfen kannst. Was tust du? Und was passiert, wenn du dann sagst, ich helfe und die anderen Nachbarn kriegen das mit? Also bei mir wird es nicht passieren, weil ich bin in dem Moment verschwunden. Aber angenommen, es würde passieren, ja, das ist halt die große Frage. Habe ich selber genug vorgesorgt? Okay, dann kann ich ja ein bisschen was abgeben davon. Habe ich aber selber, dass ich vielleicht sage, ich weiß ja nicht, wie lange es dauert. Ich habe gar nicht so viel. Ja, dann muss man entscheiden, die oder wir. Ja gut, aber wenn die jetzt kommt und du hilfst, und jetzt gibst du dir ein bisschen was und jetzt kriegen das die anderen Nachbarn mit und die sagen, boah, der hat ja einen ganzen Vorrat. Was passiert dann? Was ist das dann für eine Dynamik? Und auch wenn du jetzt bewaffnet wärst, also ich sage jetzt immer nur fiktiv, weil auf YouTube muss man aufpassen, was man sagt, aber hättest du dann die Eier, dass du das dann auch verteidigst? Das ist die große, große Frage. Also ich sag's mal, ich bin ja auch ehrenamtlich beim THW zum Beispiel tätig. Ja. Und was mir am allermeisten bei so einem Szenario Sorgen macht, ist das, genau das Beispiel, das du sagst, dass eine Familie mit 2 kleinen Kindern vor mir steht und sagt, ich brauche was zum Essen und ich muss als THWler sagen, sorry, wir haben nichts zu verteilen. Es kommt dann keiner, der dir Butterbrezen auf dem Silbertablett präsentiert, weil einfach der Staat nichts hat.
es ist halt nun mal so. Wir haben auch viel zu wenige, um überhaupt irgendeine Versorgung aufzubauen. Und das, muss ich sagen, ist tatsächlich mein Horrorszenario, wenn das dann nach 2-3 Tagen passiert, weil du sagen musst, was soll ich denn verteilen? Wir haben ja nichts. Also ist das so, wir früh morgen ja dann kommen wir da auch und verteilen Lebensmittel. Das wird nicht passieren, oder? Das wird definitiv noch nicht passieren. Ich habe auch schon mehrere Videos zu dem Thema Staatsvorrat, also Bundesvorrat gemacht, wie das so schön heißt. Das Problem ist, es ist Getreide, aber es gibt halt keine Mühle mehr, die ohne Strom funktioniert. Ja, was soll das Getreide direkt essen? Das geht nicht. Also und wer verteilt es? Auch da gibt es keinerlei Pläne. Ich war in mehrere Schulungen beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu dem Thema und muss ganz ehrlich sagen, es gibt keine Pläne. Also es kommt dann keiner. Das ist genau das große Problem, was jedem klar sein muss. Wer da nicht vorgesagt hat, der ist... Es gibt beim BBK einen schönen Spruch, wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen. Genau. Das ist knallhart, aber es ist so. Und ich kann nicht die ganze Nachbarschaft durchfüttern. Das ist nicht mein Thema. Ich kann die ganze Nachbarschaft mit Wasser versorgen, weil ich genug Wasserfilter habe. Das ist zum Beispiel schon mal das erste Punkt, den man machen kann. Aber das haben halt die wenigsten. Aber ansonsten muss ich sagen, ich werde nicht die ganze Nachbarschaft durchfüllen. Und im schlimmsten Fall, ja. Im schlimmsten Fall, da bleiben die auf der Strecke, oder? Ja, es ist, leider ist es so. Es ist, das aber ist kann man das so psychologisch einfach auch verkraften, wenn man das jetzt zickt, wenn man da jetzt zickt, die Gänge jetzt drauf, wenn ich nicht helfe. Aber ja, wenn ihr jetzt helft, dann gehe ich drauf. Genau, das ist genau das große Dilemma. Ja, wie ist das der psychologisch? Ich, also es ist tatsächlich, ich denke mal, wahrscheinlich werde ich am Anfang helfen. Ich habe auch dementsprechend Vorräte auch für andere mit angelegt. So schlau bin ich. Aber irgendwann, wenn es wirklich länger dauert, ja dann, wie gesagt, ich bin dann sowieso verschwunden. Also mich findet dann keiner mehr, aber das ist ein Riesenproblem. Also du hast dann einfach so eine Hütte oder sowas, wo du dann... Wir haben unser Plätzchen, um es mal so zu sagen. Da kommt keiner hin. Das wird keiner finden, definitiv nicht. Aber du rechnest ja irgendwie schon damit. Ich bin vor 5 Jahren angetreten mit meinem Kanal, um genau dieses Szenario zu verhindern. Ich kläre die Menschen auf, dass zum Beispiel jetzt gerade unsere Energiewende momentan eine Riesengefahr für unser Stromnetz ist. Unser Stromnetz wird mit Tag zu Tag instabiler. Wir mussten letztes Jahr über 15.000 Mal eingreifen, um unser Netz überhaupt noch stabil zu halten. Firmen wandern ab, weil sie einfach sagen, wir haben so ein unsicheres Stromnetz in Deutschland. Und das heißt, es muss sich jeder darauf vorbereiten. Also mein Ziel ist, das zu verhindern. Wenn es nicht machbar ist, wie zum Beispiel in die Vorhersagen, dann versuche ich, dass möglichst viele Leute sich auch darauf vorbereiten. Weil halt jeder, der sich vorbereitet hat, steht ihm nicht vor meiner Tür und will dann was von mir. Ja, das klingt nicht so super gut. Also in jeder Katastrophe, in jeder Krise gibt es natürlich die Leute, die helfen, das gab es schon immer. Aber wenn es dann mal wirklich aufs eigene ankommt, dann wird halt das ganz schnell sich umwandeln und dann wird es heißen, stopp. Natürlich musst du damit rechnen, dass dann vielleicht der Nachbar, wenn seine Kinder am Verdursten haben, mit der Axt vor dir steht. Deswegen lieber sage ich zu den Leuten bereits alle vor. Es gibt dort eine wunderschöne Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, die nennt sich Katastrophenalarm. Die gibt es zum Bestellen. 5-mal konnte es jeder kostenlos bestellen. Und die hat innen drin zum Beispiel eine Checkliste, wie ich mich vorbereiten sollte. Und die kann man einfach mal den Nachbarn auch in die Hand drücken. Da haben auch noch viele andere Tipps drin, eben wie man sich bei Katastrophen, bei Blackout verhält. Das ist mal das Erste, kann man downloaden. Aber wie gesagt, bestellt es euch, kostet nichts, kein Versand, nichts. bbk.bund.de und okay. Verteilt es die mal in der Nachbarschaft. Das ist schon mal der erste Punkt, denn desto mehr vorbereitet sind, desto besser ist es. Aber ist das dann auch gut, wenn man da in der Großstadt wohnt? Also ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich merke, es ist ein Blackout, würde ich aus jeder Großstadt verschwinden. Ohne Diskussion. Das gerade hier dann? Auf dem Land, die Leute haben vorbereitet. Was passiert in der Großstadt? Was? Was passiert in der Großstadt, wenn das eintritt? Nein, in der Großstadt haben wir ja viel kleinere Wohnungen. Das heißt, die Leute haben auch gar nicht so diese Möglichkeit, so viel Vorräte zu schaffen wie mir. Und sie brauchen es auch nicht, weil sie wissen, ich kann ja fast 24 Stunden am Tag irgendwo was einkaufen. Oder ich hole mir dann, wie einer sagte, dann hole ich mir halt ein Pizzataxi. Naja, die fahren halt auch nicht mehr, weil ohne Strom gibt es ja keine Pizza nicht, logischerweise. Das sind so Sachen, dass gerade in der Stadt ist einfach die Vorbereitung wesentlich geringer, als die hier zum Beispiel auf dem Land ist. Und da wird es natürlich eher zu Ausschreitungen kommen, als das bei uns der Fall ist.
Ja, und wie schlimm stellst du dir das vor? Jetzt sagen wir die dreitägige Finsternis, es ist alles platt. Und so, was für Zustände haben wir dann in München oder in Berlin? Wie schaut das aus? Also die sogenannte Chaosphase, das nenne ich Phase 3, gehe ich davon aus, dass die irgendwann nach 3, 4, 5 Tage ausbrechen würde. Das hat sich so überall auf der Welt gezeigt, wenn der Strom länger ausgefallen ist. Und das wird halt gerade in die Großstädte natürlich viel früher passieren als am Land. Weil am Land hat halt, haben die meisten einfach vorbereitet. Du kennst dich ja nur untereinander, du hilfst da untereinander. In der Stadt kennt sich ja kaum die Nachbarn noch. Das ist so der große Unterschied Stadt-Land. Wie gesagt, das Problem ist, es ist ja nach 3 Tagen nicht vorbei. Selbst wenn nach 3 Tagen der Strom wieder kommt, die Wasserversorgung muss erstmal wieder geklärt werden, weil ja sich da Bakterien gebildet haben. Dann stehen ja überall die Lastwagen rum ohne Sprit. Du musst jetzt erstmal die Fahrer wieder finden, dann musst du die mit der Hand betanken, dass die zur nächsten Tankstelle fahren können. Die muss natürlich dementsprechend Sprit haben. Also so ein Wiederaufbau, die Phase 4, die kann über Wochen gehen, bis du dann auch wieder so zumindest Grundsachen im Supermarkt kaufen kannst. Deswegen in der BBK-Broschüre ist ja beschrieben, 10 Tage vorbereiten. Wer die hat, ich habe selber auf die eine draufgesetzt für Fortgeschrittene, die gibt es kostenlos auf meiner Homepage zum Downloaden. Ich empfehle für mindestens 3 Wochen Vorräte. Kannst du das mal schnell zeigen? Damit man diese Phase überbrücken kann. Kannst du das mal schnell einblenden und zeigen, wo ich das runterladen kann? Also auf meiner Homepage outdoor-chiemgau.info findest du hier unter Ausrüstung Checklisten mehrere Dinge und hier ist zum Beispiel eben auch die Checkliste für die Krisenvorsorge, da kannst du dann draufklicken und dann kannst du die hier kostenlos downloaden. Sehr nobel. Und da ist quasi genauso wie im anderen ist es hier auch eine Checkliste, was du alles erreichen sollst. Es sind einige Tipps nur drin, wie erkenne ich den eigentlich, ob es sich zum Beispiel um Blackout handelt, ob es nur der normale Stromausfall ist. Und zum Beispiel, wenn ich weiß, es ist ein Blackout, dann würde ich zum Beispiel alles an Wasser irgendwo speichern, was es noch gibt, jeden Topf voll machen, die Badewanne voll machen. Bei der Badewanne aber bitte aufpassen, die Stöpsel sind nicht dicht, da muss man dann noch vorher was drüber kleben. Okay. Dass ich möglichst dann auch vielleicht auch für die Nachbarn dann noch Wasser übrig habe oder für die Klospülung oder für sonstige Geschichten. Okay, das ist ja krass, du hast da richtig Arbeit gemacht. Da. Ja, da stecken einige oder mehrere Tage Arbeit mit drin. Logischerweise, die ist auch schon über 100.000 Mal runtergeladen worden mittlerweile. Aber genau das ist ja das, was ich versuche. Jeder, der die nach der Checkliste. Viele Dinge hat man daheim und weiß gar nicht, dass die eigentlich für die Krise geeignet haben. Ich nehme das einfache Beispiel: der Britta Wasserfilter ist ja ein Aktivkohlefilter und ein Ionenaustauscher. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel dann Wasser aus irgendeinem kleinen Bächlein finde, kann ich das mit dem zumindest vorreinigen, dass so die chemischen Sachen etc. zum Großteil draus haben und danach muss ich das Wasser nur noch abkochen für Bakterien, Viren und dann kann ich das in der Regel dann auch schon nutzen für die allermeisten Sachen. Das sind halt so Kleinigkeiten, an die denkt halt keiner, dass man sowas vielleicht sogar daheim hat. Könnte, das steht auch da alles drin in der Broschüre? Ein Großteil, alles natürlich nicht, das mache ich auch viel in meinen Videos, aber ein Großteil von dem, also das zum Beispiel im Wasserfilter steht da auch mit drin. Ganz zum Beispiel jeden für die Krisenvorsorge gehört für mich ein professioneller Wasserfilter dazu. Aber der ist vom Grundsatz her nichts anders. Der hat hier vorne einen Vorfilter, also dieses Teil hier, einfach um den Dreck wegzumachen. Das kann ich aber auch mit sowas machen, mit der normalen Kaffeefilter. Die haben ja auch viele daheim, dann ist der grobe Dreck schon mal weg. Dann hat der hier einen Aktivkohlefilter. Das ist nichts anderes wie der Britta Wasserfilter. Das ist halt eine professionelle Version davon, deswegen ist der kleiner. Hat eine höhere Wirkung, aber für den Notfall nehme ich ja den Britta Wasserfilter. Was legst du da hin, kostenmäßig? Den geht ab 50 Euro geht der los. Und dann habe ich das Hauptstück, ist dieses Teil hier, das ist, das kann man jetzt nicht erkennen, das ist quasi der Mikrofilter, der Bakterien und Viren rausfiltert. Und schaut, wenn ihr euch ein, es gibt ja viele Wasserfilter, schaut, dass ihr einen holt, der auch Viren kann. Das kennen nämlich die wenigsten leider. Aber ich koche es ab, damit habe ich quasi das gleiche, ob ich so einen habe oder eben dann die Britta Wasserfilter, den Emiliter Vorfilter, also Emiliter Kaffeefilter und dann noch abkoche, kommt fast aufs gleiche raus. Also habe ich bloß das Problem, dass dann mein Wasserkocher nicht mehr funktioniert. Genau, das heißt, du musst dann natürlich irgendwo, du brauchst dann sowieso was Hälfte, die geilste Dosen, wenn du die nicht warm kriegst. Glaub mal, ich musste so eine Dosen, die für 10 Jahre hält und ich habe noch was Fernsehen bei mir, die habe nur so groß getönt, die kann man auch kalt essen.
Das wollte der dann sehen und dann wollte der das aus 20 verschiedenen Perspektiven, bis die Dose dann leer war und mir war extrem schlecht, das kann ich da sagen. Das heißt, die schmeckt einfach viel besser. Das heißt, was du brauchst, ist so ein Gaskocher. Das ist jetzt zum Beispiel eine Gasheizung, die ich dann auch umlegen kann und damit kochen könnte in der Theorie. Hat natürlich den charmanten Vorteil, wenn die Heizung nicht geht, kann ich trotzdem einen Raum auf, was weiß ich, 15, 16, 17 Grad aufheizen, ohne große Probleme. Dann friere ich halt auch nicht so. Also das ist so ein Kombigerät, kann ich hier wärmstens empfehlen. Ich habe also auch bei dieser Checkliste überall Links drin von Produkten, die ich empfehle. Auf Amazon, wer also das möchte, kann dort auch mal nachschauen, was da interessante Produkte sind. Können wir das mal ganz grob durchgehen? Also was du den Leuten empfehlen würdest, die jetzt wieder zu faul sind, dass die Broschüre lesen? Weil du weißt ja, wie die Leute sind. Die sind einfach zu faul, dass die irgendwie was lesen. Also was wichtig ist, ist Wasser. Ich glaube, das ist das Einfachste. Gewöhnt euch einfach an, dass ihr bei jedem Mal einkaufen, nehmt ihr einen Kanister, also so diese, gibt ja diese Sixpacks mit 1,5 Liter Flaschen. Genau. Die reichen für eine Person, ich sag mal, für drei Tage. Ja. Das heißt, wenn ich da schon einen habe und ich bin vier Personen, dann brauche ich schon mal vier, dann habe ich die ersten drei Tage schon mal überlebt. Und das tue ich mir hier ins Lager rein, bis ich genug habe, dass ich sage, ich bin für mindestens 10 Tage mal habe ich Wasser daheim für jeden. Das ist schon mal das Erste, was ich machen darf. Dann natürlich logischerweise was zum Essen haben, weil ich schon gesagt habe, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das stimmt tatsächlich. Hier eignen sich natürlich auch Sachen, man muss bedenken, ich muss die auch kochen. Also die Spaghetti, die ich vorher genannt habe, da brauche ich natürlich viel Wasser zum Kochen und ich muss das Wasser warm machen. Das heißt, ich brauche dementsprechend auch Kochgelegenheit mit ausreichend Gasvorrat zum Beispiel. Also wer so ein 11-Kilo-Bottle hat daheim, kein Problem, der kann das ja monatelang machen. Aber für die anderen, die vielleicht nur die Kartuschen drin haben, sollte man sich eher überlegen, dann die normalen Dosen zum Kaufen, die ich einfach mal schnell warm machen kann, wo ich kein Wasser dazu brauche oder sonstiges, wo alles mit drin ist. Natürlich auch Sachen, die man isst. Klar, in der Krise kann ich auch mal was essen, was mir vielleicht nicht so schmeckt. Aber es ist eh schon, ich sage, dann ist eh schon die Katastrophe. Ich bin eh schon physisch wahrscheinlich, psychisch wahrscheinlich schon ziemlich am Limit. Und dann muss ich noch irgendwas essen, was mir nicht schmeckt. Von dem her würde ich, es gibt ja so einen Spruch, Essen ist der Sex des Alters. Ich sage aber, Essen ist der Sex der Krise. Dass du einfach, wenn du dann mal Schokolade oder sowas, auch sowas gehört mit dazu. Erstens mal haben viele Kalorien drin, was gut ist bei einer Krise. Und zum Zweiten bringt es einfach wieder ein bisschen was Positives ins Leben. Ja. Da muss ich mir natürlich auch überlegen, Langeweile. Ich sitze den ganzen Tag daheim, es gibt kein Internet, kein Fernseher, kein nix. Ja, was mache ich denn den ganzen Tag, vor allem mit den Kids? YouTube-Videos schauen. Wenn du die vorher gespeichert hast, ja, aber ohne Internet kannst du kein YouTube schauen. War ein Scherz. Du, ich habe noch einen kurzen Einwurf. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt Regenwasser speichere an so einem Fass, kann ich eigentlich damit Nudeln abkochen oder geht das nicht? Ja, aber ich würde es vorher mit einem Wasserfilter filtern. Oder halt mit dem, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn ich so eine Zisterne oder so mir sowas anlege, oder? Genau, also das Einfachste ist tatsächlich, das haben wir auch für die Dachrinne, so ein Wasserfass, wo du halt einfach das Regenwasser, was du ja zum Blumengießen auch hernehmen kannst, das kannst du dir natürlich reinigen. Also ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich quasi aus der Wassertonne getrunken habe, mit einem Filter, das ist kein Problem. Das nächste Mal. Wenn du eben den richtigen Filter hast oder eben dann abkochen, Britta etc., dass hier die ganzen Giftstoffe, was drin haben, Bakterien, Viren, weil wir haben ja diese kleinen Vögelchen und die haben natürlich, die sehen das natürlich als ihre Toilette an, das ist unsere Dachrinne, das heißt, das Zeug hast du mit drin. Viren etc. haben dort, Bakterien sind dort natürlich mit drinnen und deswegen sollte man das dann eben abkochen oder halt filtern. Also ich bin immer Freund vom Filtern, weil ich einfach dann keine Energie fürs Abkochen brauche. Verstehe, ja. Gut, also wir haben, also Wasserfilter würdest du empfehlen und ausreichend Wasser erst einmal für die Personen. Da komme ich aber noch nicht so arg weit. Was tue ich denn, wenn jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr lang die Infrastruktur weg ist? Sterben. Keine Chance, oder? Also das würde dann ins Thema Prepping gehen, mit Eigenversorgung, mit Pflanzen, mit allem drum und dran, mit autark sein. Es wird in einem Land wie Deutschland nahezu unmöglich, weil wir einfach zu viele Einwohner haben und zu wenig Wälder etc., wo ich vielleicht irgendwas herkriege. Ich müsste dann vielleicht auch nur Jäger sein, dass ich mir vielleicht mal ein Reh schießen kann oder einen Hasen oder sonstige Geschichten.
Dafür brauche ich dann schon wieder Waffe, die haben die wenigsten von uns. Also das für ein halbes Jahr. Eine Chance. Für die normalen, sage ich mal jetzt nicht. Da muss dann schon wirklich vorbereitet sein. Es gibt jetzt dann in Salzburg so einen Kongress, der heißt Autarkmi. Da gibt es ein Video bei mir dazu, da gibt es dann einen Rabatt, wer dabei sein möchte, wo es genau um diese Themen geht, dass ich zum Beispiel dann in der Wohnung drin Pflanzen habe, so vertikal, dass ich im Keller unten eine Fischzucht habe. Gibt es also ganz viele Dinge, die kann ich dann auch nur empfehlen, dass man sich, wenn man sich sowas vorbereitet, dann sollte man auf diese Messe schauen und da kann man online dabei sein oder direkt vor Ort in Salzburg. Ist, glaube ich, übernächstes Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht. Wie lange meinst du, brauchen wir jetzt Vorräte? Wie viele Tage müssen wir überbrücken, wenn die dreitägige Finsternis kommt und der Krieg ausbricht? Was passiert dann? Wie lange brauchen wir? Also wenn der Krieg ausbricht, ist ja nur mein zweites Szenario. Weil bei Krieg, ich werde immer gefragt, wie kann ich mich auf Krieg vorbereiten? Ich kann eigentlich sagen, wie ich das mache. Ich bin Reservist von der Bundeswehr. Ich würde da meine Uniform anziehen und an die Front marschieren. Ist jetzt nicht für jeden geeignet. Ich bin auch kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde zum Beispiel bei meiner Freundin würde ganz klipp und klar sagen, du ab ins Auto, ab nach Portugal oder irgendwo ganz weit weg. Das ist eigentlich für mich vom Krieg her, wenn es ein richtiger Krieg ist mit Russland, ja, dann wird von Deutschland nicht mehr viel übrig bleiben. So, ja, ist ja das, was Irlmeier auch gesagt hat. Ja, er sagt heute, im Hochsommer bricht der Krieg aus und der dauert aber bloß 3 Monate, kurz bevor das atomar wird. Und dann kommt eben diese dreitägige Finsternis, die nach 3 Monaten circa den Krieg beendet. Und da ist halt dieses Riesenszenario da, wo die meisten Leute sterben, die wo aus dem Haus rausgingen. Und dann hinterher kommt angeblich so eine goldene Zeit, aber am Anfang gibt es halt kein Essen. Genau. Alles das heißt, er sagt ja selber, hier bei uns im Saurüssel, also Südostoberbayern, passiert nichts. Genau. Deswegen wohne ich ja hier. Also Zufall, aber... Aber wie gesagt, desto weiter man von einem Krieg entfernt ist, desto besser ist es. Das ist meine ganz klipp und klare Meinung. Denn was in so einem Krieg passiert, das will keiner. Und das passiert in jedem Krieg. Egal, wer die Angreifer sind, wer die Verteidiger sind. Es gibt Massenvergewaltigung, es gibt nichts mehr zum Essen. Es gibt so viele Dinge, das Haus wird zerstört und, dass ich ganz ehrlich sagen muss, vom Krieg ab irgendwo hin, Kanaren, sonst was. Also ich habe für sowas zum Beispiel dann meinen Camper-Van und wäre dann als Beispiel weg. Aber blödsinnigerweise habe ich eine Bundeswehr-Uniform im Schrank hängen. Ja, ich weiß nicht, ob das dann richtig ist, ob es dich dann nicht noch krasser erwischt. Also wenn du da, also hier soll es ja sicher sein. Also das Szenario soll ja so sein. Wir haben jetzt das Schicksal, ja. Jetzt mähen die Bauern im März schon. Jetzt wüsste man dann, also jeder, der jetzt meinen Kanal verfolgt, der denkt sich jetzt, ja, jetzt kann ich mir mal vorbereiten. Jetzt hast du dann nur mal Zeit bis zum Sommer, weil im Sommer dann angeblich der Krieg ausbricht und vorher gibt es nur Inflation. Da bin ich ja dann, da habe ich ja dann höchste Eisenbahn, dass ich dann in wenigen Monaten meinen Vorrat aufstock. Definitiv. Also wie gesagt, ich würde jetzt anfangen, aber halt nicht auf einmal, sondern immer ein Stückchen dazu kaufen. Wer keine Taschenlampe hat, Leute, Licht ist Pflicht. Das ist mal das Erste. Kauft euch eine vernünftige Taschenlampe, die man dann vielleicht einmal hinstellen kann, wo man dann... muss jetzt vielleicht nicht so was Krasses sein wie dieses Teil, aber wenn ich die halt herstelle, dann kann ich halt den Raum locker ausleuchten. Die hat sogar einen weiteren Vorteil. Das ist ein Blitzdingsbums, nenne ich das immer. Das ist meine erste Verteidigungswaffe. Wenn ich damit jemanden blende, dann ist der erstmal für ein paar Sekunden außer Gefecht gesetzt. Und dann kann ich halt, das ist schwer genug, dann kann ich ihm die drüber hauen. Also, wie lange brauche ich denn, wenn ich jetzt weiß, das findet jetzt vielleicht statt. Schaffe ich das in 2 Monaten, dass ich den Vorrat so aufstocke? Normal ja, oder? Grundsätzlich ja. Wer Krisenvorsorge betreibt, der weiß, er wird nie fertig. Weil dann fällt er wieder das ein, dann fällt er das ein, dann fällt er das ein. Aber dass du einen Grundstock hast, haben 2 Monate mit Sicherheit eine gute Zeit. Genau. Ich würde jetzt einfach anfangen, jeden Einkauf, nehmt irgendetwas mit, extra nochmal. Und desto mehr, dass ich daheim habe, desto besser ist es. Und wenn ich es selber nicht brauche, kann ich es an die Nachbarn abgeben. Die werden es mir danken wahrscheinlich. Genau. Also insofern, schadet es nicht, kauft es lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Genau, und zum Thema Krieg, da ist ja dann das Szenario folgendes, also im Hochsommer, wenn der ausbricht, dann überfällt ja Russland Deutschland, aber nicht bei uns in Südbayern, sondern das geht ja dann nördlich von der Donau und so weiter. Ich konnte das sogar erklären in der Praxis, denn wir haben hier die Gebirgsjägerbrigade 23 und es ist eine der wenigen Brigaden in Deutschland, die also wirklich gut ausgerüstet ist. Die haben, also ich habe vor einiger Zeit mal mit dem
Brigadekommandeur gesprochen und der hat gesagt, wir haben über 90% Klarstand. Das bedeutet, da funktionieren die Geräte. Die haben dementsprechend Waffen, die haben Munition, die haben gut ausgebildete Leute, die in Mali waren, die in Afghanistan waren, die überall waren. Das ist für mich der Grund, warum hier tatsächlich vielleicht an der Donau eben den Widerstand gibt, weil hier die Gebirgsjägerbrigade 23 eine der wenigen ist, die auch ausgerüstet ist dafür und das Personal hat. So mal, um das, was er gesagt hat, auch mal in tatsächlichen Kontext zu bringen. Und natürlich sei. Und die Frage wird aber auch sein, wenn jetzt der Krieg ausbricht und der geht 3 Monate oder 3,5 Monate, ist dann der Supermarkt noch offen? Was ist da in der Zeit, bevor die 3-tägige Finsternis kommt? Vermutlich nicht. Also bei so, man sieht es jetzt an der Ukraine, das sind ja eher kleine Scharmützel im Gegensatz dazu. Wenn das wirklich so kommt, wie Irlmeier das sagt, mit den 3 Stoßkeile, dann geht es ja hier richtig rund. Dann haben ja die Zentrallager alle geschlossen. Es kommt ja vielleicht keiner mehr in die Arbeit. Das muss ja auch irgendwo hin transportiert werden. Also ob da dann noch Supermärkte haben, du kriegst vielleicht nur was lokal beim Bauern. Deswegen stellt es euch mit denen gut. Aber du kriegst halt nirgends, wahrscheinlich im Supermarkt, die werden relativ schnell aus sei. Also da ist dann nichts mehr da, wer dann nichts mehr hat. Ja, das heißt ja, dass eigentlich die 3 Monate, wenn der Krieg ausbricht, da schon Probleme kriegen wird, wenn ich da jetzt nicht ausreichend Vorräte habe. Na, sag mal so, wenn du im Norden wohnst, wo so ein Stoßkeil entlang gehen soll. Ja, dann ist sowieso. Genau. Dann bei uns so, ja. Wir haben halt den Vorteil, wir haben nur relativ viele Landwirte, also hier kann auch lokal nur relativ viel versorgt werden. Aber klar, wenn du für 3 Monate selber vorgesagt hast, ist es immer besser. Vor allem, dann gibt es vielleicht Nudeln, aber es gibt keine Soße mehr. Wenn ich aber dann Soße in meinem Lager habe, ja, dann kann ich wieder normal die essen, wie wir es gewohnt sind. Die anderen müssen es halt vielleicht ohne Soße essen. Also auch sowas, dass ich sage, das, was es noch gibt, das komplettiere ich mit meinem Vorrat, den ich habe. Desto mehr, desto besser ist es, ganz klar. Ja, da waren ja jetzt erst wieder so gehackte Tomaten im Angebot, kriegst du teilweise für 50 Cent und da musst du halt zuschlagen und dann genau. Dinge... Da mal einlagern in die Dosen, ist ja haltbar, das passt ja dann. Genau. Also gerade wenn es Angebote gibt, Leute, schlagt es zu. Es schaut nicht, wenn ich es daheim habe. Man hat es jetzt zum Beispiel gesehen, wo es jetzt Corona, ja, wir hatten beide Corona, du darfst 10 Tage nicht mehr raus. Ich habe keinen braucht, der mir irgendwas einkauft. Ich habe halt das einfach aus meinem Lager rausgenommen. Dann wieder aufgefüllt. Genau, und danach dann natürlich sofort wieder aufgefüllt, logischerweise. Das macht Sinn. Genau, dann kommt die 3-tägige Finsternis, das ist dann das große Szenario, so wie es da heißt in die Prophetien. Und danach ist halt dann die Frage, wie lange dauert es, bis die Infrastruktur wieder steht, sodass man halbwegs, dass da wieder Essen reinkommt? Das ist die große Frage. Das kann keiner beantworten. Desto länger es dauert, zum Beispiel auch, wenn jetzt einen normalen Blackout noch nicht mal, ohne sämtliche Szenarien, ab dem 5., 6. Tag muss ich damit rechnen, dass ich 4, 5 Wochen, vielleicht sogar 2, 3 Monate dauert, bis das alles wieder aufgebaut ist. Du bist vorbereitet dafür. Ja, ich bin auf mehrere vorbereitet. Also gut, bei 3 Monaten, ja, würde ich schon hinbringen, wenn es wäre. Aber irgendwann wird es halt dann auch anstrengend, oder? Aber ich sage mir, das ist schon wieder fast für die Anfänger zu viel. Also Leute, macht es euch nicht kaputt, sondern nehmt so viel wie möglich, weil vielleicht gibt es ja dann wieder vor Ort etwas. Dann bringt vielleicht der Landwirt Eier daher, dann bringt vielleicht der Milch daher, etc. Dann kann man vielleicht beim Bauern aushelfen, wenn kein Strom nicht ist und dort mit der Hand melchen, dafür kriegt man Milch mit. Dann ist halt wieder so, wie es in jedem Krieg war, dann ist halt wieder Tauschen interessant. Das ist natürlich auch interessant, Geld ist da nichts wert, wenn ich dann vielleicht Silber daheim habe. Zum so kleine Silbertablettchen, mit denen ich zahlen kann, Gold etc. Oder ich habe vielleicht was anderes. Bei mir wären zum Beispiel Taschenlampen. Ich habe auf meinem Kanal viele Taschenlampen daheim, die werden dann hochgesucht. Ja, gebe ich dir Taschenlampe, gibst du mir keine Ahnung als Bauer Käse. Sag jetzt mal als Beispiel. Und so wie verteidige Richtung, ich mein Hab und Gut? Ich werde es auf alle Fälle tun. Also, ich habe so ein schönes Schildchen daheim. Lieber Einbrecher, diese Tür ist nicht zu meinem Schutz zugesperrt, sondern zu deinem. Aber wie es das machst, da kannst du nicht drauf eingehen in YouTube. Wenn du willst, dass dein Kanal länger erhalten bleibt, dann nicht. Also auch da bist du vorbereitet und überlässt es nicht dem Zufall. Nein, auch da bin ich vorbereitet. Das hilft mir natürlich, wie gesagt, ich bin Reservist, ich bin ausgebildet für sichere Themen. Ja. Das macht natürlich schon einiges aus. Insofern, aber wie gesagt, was ich genau alles mache, das geht auch keinem was an. Ja, da muss ich den mal besuchen und so, dann schaue ich es mir mal persönlich an. Aber wie gesagt, ich bin dann sowieso verschwunden, wenn es soweit wäre, weil das Risiko ist mir einfach zu groß. Mich kennt natürlich jetzt jeder.
kannst du euch vorstellen, jeder aus der Gegend weiß, dass ich das mache. Die wären natürlich dann alle bei mir. Gut, das weiß kaum einer, wo ich daheim wohne. Ja, deswegen, wie gesagt, ja. Ich wäre verschwunden. Zumal hast du auch noch das Thema, wenn das jetzt jemand sieht, sage ich jetzt mal aus Köln, der kommt da zu dir gar nicht runter, weil sein Auto gar nicht geht. Keine Chance. Also er hat gar nicht so viel Sprit im Tank, dass er runterkommt. Die Autobahnen etc. werden sowieso dann alle dicht sein mit eben den Autos, die ohne Sprit liegen geblieben haben. Das muss man immer bedenken, weil der Normale ist ja nicht so, dass er sagt, oh, jetzt ist der Sprit leer, ich fahre auf die Seite, sondern oh, jetzt ist der Sprit leer und fährt einfach weiter, bleibt dann irgendwo mitten auf der Strecke stehen und dann hast du natürlich ganz schnell einen Stau. Genau. Da wird auch alles verstopft sein dann. Genau. Und deswegen, du kommst gar nicht weit. Also wer zum Beispiel vorhat zu flüchten, macht es das sofort und auf der Stelle. Nicht ein paar Tage warten. Dann fahren alle, dann ist alles gesperrt. Dann ist vielleicht auch von der Bundeswehr her alles gesperrt. Wir sehen es jetzt gerade, es kommt jetzt die große Übung die nächsten Tage. Ihr werdet also ganz viele Militärfahrzeuge auf deutschen Straßen sehen, weil es wird ja quasi gerade geübt, dass man deutsche und amerikanische, englische, französische und andere Soldaten quasi über Deutschland Richtung Ostfront verlegt. Richtung Osten verlegt, Ostfront, so weit sind wir noch nicht. Und deswegen kann natürlich auch sein, dass deswegen auch alle Straßen gesperrt sind, weil die eben zum Transport von ihren Maschinen sonstiges brauchen. Was glaubst denn du selber von deinem Bauchgefühl? Vertraust du der Regierung noch? Glaubst du in Deutschland, das ist das beste Deutschland aller Zeiten und man kann der Regierung vertrauen? Oder glaubst du, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das in die Hose geht? Wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich unserer Regierung schon lange nicht mehr vertraue. Also wir haben zum ersten Mal in der Regierung Kriegstreiber drin. Ich kann mich noch erinnern, wie die Grünen zum Wahlkampf angetreten haben, keine Waffen in Kriegsgebiete. Ja. Jetzt haben die Grünen da, die sagen, wir müssen jetzt den Taurus liefern. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, in Moskau gibt es eine riesen Explosion und da steht dann irgendwo finster auf die Frackteile, ah, made in Germany. Ja, Freunde, so passieren Kriege, so passiert dieses Szenario plötzlich. Und das sind halt so Sachen, die hätte ich mir vor ein paar Jahren einfach nicht vorstellen können, dass es mal so weit kommt. Jetzt redet der NATO-General, hat vor kurzem, vor 10 Tagen gesagt, die Menschen müssen für mehrere Tage vorbereitet sein. Jeder Einzelne. Ja. In Rumänien ist gerade momentan die Kriegsgefahr groß. Alle möglichen Länder außenum, alle bereiten die Bevölkerung auf einen Krieg vor. Deutschland verschläft es natürlich wieder. Aber außenrum, wenn du die Nachrichten liest, es ist unfassbar, was gerade im Moment passiert. Selbst unser Pistorius sagt ja, in den nächsten 5 bis 8 Jahren wird es zum Krieg mit Russland kommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit unserer Bundeswehr, die für 1 bis 2 Tage Munition hat. Yeah. Ja, da hast du eh gar keine Chance. Das aber ganz ehrlich, ist erklärt, warum dann wirklich an die Front und lass da einen Tropfen Blut für den ganzen Scheiß, was die da beschließen. Nein, ich hab mal tatsächlich, ja, ich bin, wie gesagt, ich war ja Soldat und du hast ja mein Eid geleistet. Ja. Ja, aber du ziehst ja für die Blödheit von diesen Menschen da rein und verheizt dich. Dafür kennen aber die anderen Millionen Menschen, die im Land wohnen, auch nichts. Das ist das Problem. Ja, die haben es gewählt. Okay, das ist ein Argument. Aber es hat halt keiner vorher wissen können. Also, ich habe davor gewarnt, gerade jetzt speziell vor die Grünen, dass die eben manche Sachen anders machen, als das vielleicht am Anfang so klingt. Sieht man jetzt mit der Energiewende, mit allem drum und dran. Wir merken, der Strompreis wird immer teurer und noch teurer, obwohl uns viel billigerer versprochen worden ist. Wenn ich mal die neuesten Zahlen anschaue, 500 Milliarden jetzt allein für Stromnetz bis 2030, das ist in 6 Jahren, das sind fast 100 Milliarden pro Jahr, nur für das, dass wir Stromnetz ausbauen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wie gesagt, unsere Regierung ist momentan einer der größten Kriegstreiber. Aber der Habeck sagt doch, das läuft alles super und das... Schön. Der Habeck hat für mich leider nicht die Kompetenz, sowas zu beurteilen. Ja, und vor allem ist er das alles so ein bisschen so weltfremd oder was die da, das war ja in der Realität. Also das denke ich mir, aber dann wird mir immer widersprochen so ungefähr, du bist ein Verschwörungstheoretiker, weil die viele Konzepte, was die ja vorschlagen, das funktioniert ja in der Realität gar nicht. Also ich rechne ja immer, das ist ja so eins von meinen Hauptdingen, ich rechne ja immer die Sachen, die uns so vorgegeben werden, einfach mal nach, ob es realistisch ist oder nicht. Gerade zum Thema Stromnetz, das ist ja so mein Stammgebiet, sage ich einmal. Bin ja Fachjournalist für Energiethemen. Ja. Und ich rechne halt das, was der Habeck sagt, immer nach.
Und ich komme halt bei meinen Berechnungen, und da komme nicht nur ich, sondern eigentlich jeder, der sich mit Elektrotechnik auskommt, zu dem gleichen Schluss: Es kann so nicht funktionieren. Wir bräuchten für 60 Milliarden Gaskraftwerke, es baut aber momentan kein einziger Gaskraftwerk. Die haben aber 6 bis 7 Jahre Bauzeit. 2030 bräuchte man die allerdings. Wie soll das gehen? Keiner baut es, aber 2030 sind es da. Kernkraftwerke, wie bist du da eingestellt? Also wenn es nach mir gehen würde, werden auf alle Fälle die letzten 6 Kernkraftwerke sofort wieder uns, also das heißt sofort, die musst du wieder reaktivieren, das kann bis zu 3 Jahre dauern, aber das wäre der erste Punkt, den ich machen möchte, weil dann hätten wir einfach schon mal 8 Gigawatt dauerhafte Grundlast wieder im Netz, was unser Netz einfach wieder stabilisieren würde. Es würde sogar den CO2-Ausstoß, ich habe mir den Spaß gemacht, und wir haben im Stromnetz letztes Jahr 40 Milliarden Tonnen, kann ich sagen, ja. Und auf alle Fälle wird man da nochmal 77 dazu haben. Also wir würden quasi nochmal das Dreifache dann an CO2-Ersparnis haben, auf das ja die Grünen so stehen, wenn wir die Kernkraftwerke wieder hochfahren würden. Und es gibt im Studien, die sagen, manche gehen in einem Jahr wieder ans Netz, manche brauchen halt 3 Jahre. Okay, und jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist, dass ein Blackout tatsächlich so eintreten wird, dass einmal eine Woche lang oder 2 Wochen der Strom weg ist? Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit? Also wir haben ja mehrere große Gefahren für Stromnetz. Das muss man einfach sagen. Das eine sind Hackerangriffe. Das wäre zum Beispiel auch bei einem, wenn es zum Krieg kommen wird, das erste, dass uns Putin unser Stromnetz abschalten wird durch Hackerangriffe. Das ist mal das Allereinfachste, dann ist die Kommunikation weg. Wir können uns nicht mehr bewegen etc. Da legst du Land relativ gut lahm. Das zweite ist natürlich momentan Terrorismus, was ein großes Problem ist. Wir haben es gesehen vor 2 Jahren, als die Antifa einen Terroranschlag in München gemacht hat, wo die quasi das Stromnetz für 20.000 Haushalte mal für mehrere Tage vom Netz genommen haben, wo es damals die Leitungen angezündet haben. Und das dritte Problem ist momentan tatsächlich die Energiewende. Unser Netz wird dadurch immer instabiler, dass wir immer mehr Wind und Solar im Netz haben. Ja. Und Wind und Solar haben halt die blöde Eigenschaft, die bringen mal ganz viel Strom und die bringen mal ganz wenig. Aber sie passen sich nicht an uns an. Weil wir brauchen zum Beispiel um 12 Uhr Mittag am meisten Strom. Ja. Das bringt Solar noch ganz gut hin. Aber um 7 Uhr abends brauchen wir auch noch mal viel Strom. Da bringt aber Solar zum Beispiel schon nichts mehr. Oder Winter wenig. Winter auch nicht. Was? Winter bringt es ja auch nicht, das Solar, wenn das jetzt zugeschneit ist. Genau. Und das ist das Problem. Und solange wir nicht auch die Speicher dazu haben, um das dementsprechend anzupassen, wann es wir benötigen, kann das nicht funktionieren. Das ist ganz einfache, simpelste Logik, die kann jeder mit dem Taschenrechner selber nachrechnen. Oder man kann sich selber ein Bild machen auf smart.de. Das ist die Seite der Bundesnetzagentur. Genau. Kann man schauen, wie sich unser Wind und Solar tatsächlich so verhält. Das ist hochinteressant. Ja, und die Speicher gibt es ja gar nicht. Ja, das wird es ja in Zukunft nicht geben, so einfach. Na, leider ist das genau unser Problem. Es gibt momentan noch keine technische Lösung für dieses Problem. Das wäre eben so ein Punkt, wenn wir eben zum Beispiel die AKWs wieder restarten würden. Dann hätte man natürlich, bräuchte man dementsprechend weniger Speicher. Logischerweise, weil die laufen ja eigentlich nahezu rund um die Uhr. Aber ist das dann jetzt eigentlich schon fast zur Agenda oder sind die wirklich so blöd? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich sage jetzt mal so, dass der Habeck nicht unbedingt viel Sachverstand zum Stromnetz hat. Er gibt sich einfach aus seiner Historie. Er hat Kinderbücher geschrieben. Er hat einen Blackout romantisiert in diesem Kinderbuch. Er ist halt kein Wirtschaftsminister, er hat halt keine Ahnung von Wirtschaft. Er weiß nicht einmal, was eine Insolvenz ist. Bloß so romantisch wird es nicht werden, wie er das in seinem Buch darlegt. Das wird alles andere wie romantisch, glaube ich. Genau, das ist das große Problem. Also siehst du einen Blackout in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich? Also ich sag mal so, das österreichische Bundesheer, das hat zum Beispiel einen Blackout bereits im Jahr 2000 oder 2001 haben die gesagt, in den nächsten 5 Jahren rechnen sie mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100% damit. Und dem schließe ich mich eigentlich fast an, dass ich sage, die nächsten 3, 4, 5 Jahre, wenn es so weitergeht. Also wir wollen dieses Jahr nur mehr viele Kohlekraftwerke abschalten. Wie das dann funktionieren soll im Winter, das weiß halt leider noch keiner. Ja gut, ich würde sagen, da haben wir jetzt das meiste geklärt und die Zuschauer, die sollen sich halt jetzt einfach deine Broschüre da runterladen, genau, und das einmal durchstudieren. Da ist also der erste vielleicht zuerst mal die vom Bundesamt, genau, oder beide gleichzeitig als Grundlage und die eben für die tatsächlichen, weil ich kann euch zum Beispiel Folgendes sagen, ich war beim BBK und habe gesagt, Freunde, ihr habt früher gesagt, wir müssen uns für 14 Tage vorbereiten.
jetzt steht da nur noch 10 Tage drin. Warum? Hat sich was verbessert? Da musste er laut lachen und hat gesagt, nee, aber den Menschen war 14 Tage einfach zu lang. Also haben sie es auf 10 Tage verkürzt, weil er sagt, lieber bereiten sich 10% auf 10 Tage vor, als wir, dass sie 2% auf 14 Tage vorbereiten. Ja, so und vielleicht ist halt der Blackout gnädig und passt sich uns dann an. Ja, das wäre natürlich optimal. Das wird ihm aber relativ wurscht sein. Es ist ja, ich höre immer so viele Ausreden, ich kann mich nicht vorbereiten, ich habe keinen Platz, ich habe kein Geld, ich habe kein sonstiges. Leute, das interessiert eine Katastrophe, muss ja nicht der Blackout sein, das kann das vom Irlmeier sein, das kann völlig was anderes sein. Es interessiert eine Katastrophe nicht, ob ihr euch vorbereiten konntet oder nicht. Ja. Wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen. Genau. Ich sag's nochmal, das klingt knallhart und genau das ist es. Also nochmal, das Heftchen bestellen, deine Broschüre durchstudieren. Genau, beim Einkaufen immer mehrere Sachen mitnehmen, ein Lager aufbauen. Raus genau, immer ein, zwei Dinge mitnehmen extra, das kostet dann nicht viel Geld mehr und sich einfach irgendwo ein Lager aufbauen. Ich habe Sachen unter dem Bett gelagert, wenn wir keinen Platz nicht haben. Da kannst du einfach mal sagen, ich brauche keine 100 T-Shirts, ich schmeiß da mal, was weiß ich, einige raus und mache da dafür Kanister Wasser rein. Genau. Also wer Flaschen, wenn das zu viel Platz ist, Kanister gibt es noch, die sind kleiner, da bringe ich so 15 Liter Kanister. Die kann ich machen, da lege ich dann zum Beispiel so eine Micropur Forte-Tablette mit rein. Eine für 15 Liter, das reicht, dass das Wasser für 6 bis 12 Monate trinkbar bleibt im Kanister. Also ich habe es nach 12 Monaten getestet, war kein Problem. Was ist da drin? Chlor und Silber, soweit ich das jetzt nur im Kopf habe. Kann ich das dann trinken? Ist das nicht schädlich, das Chlor? Also normal ist es dafür gedacht, dass zum Beispiel Bakterien und Viren abgetötet werden. Dann nimmst du eine Tablette pro Liter. Ja. Und für eben, du nimmst ja sauberes Wasser aus dem Leitungswasser, dein Kanister. Da gelangt eine dann für 15 Liter. Das wirst du gar nicht schmecken. Okay, verstehe. Genau. Also okay. Da... Aber scheiße ist halt ganz ehrlich für die Leute, die wo in der Großstadt in so einem Plattenbau wohnen. Was der denn das? Ja, genau das Gleiche, sich vorbereiten. Und vielleicht dann auch noch überlegen, wie man die Tür am besten verbarrikadieren kann. Meinst, da gibt es einfach wie Sachen, wie so Türstopper, die wo man quasi unter die Tür reinmacht, dass keiner die Tür aufmachen kann, ein Holzbrettel, das ich notfalls rein nageln kann. So ein Riegel oder so vielleicht. Was? So, da gibt es ja so einen Riegel, den wo man da ein Taustier hinmachen kann. Genau. Es gibt so viele Dinge, kann ich mit einem eigenen Holzbrettel mit ein paar Schrauben dann festmachen. Es gibt so viele Dinge, dass nicht so schnell einer reinkommt. Ich kann nie zu 100% mich vorbereiten, ja. Das funktioniert nicht. Aber ich kann mich auf viel vorbereiten. Und vor allem schlafe ich dann auch viel ruhiger. Also wenn heute ein Blackout passiert, ich bin relaxed als Privatperson. Als THWler leider nicht, aber als Privatperson bin ich ziemlich relaxed, was das so geht. Aber du meinst da in der Großstadt, da wird es grausam, dass da die Leute dann wirklich auf dem Zahnfleisch da zu allem bereit sind. Na, wir haben gesehen, was in Berlin Silvester so los ist. Das wird schlimmer dann. Sowas darfst du dann mal mindestens erwarten. Na, ist ja klar, du kannst keine Polizei mehr rufen. Der kann doch machen, was er will. Man sagt immer so, drei ausgefallene Halbmahlzeiten haben der Unterschied zwischen Demokratie und Anarchie. Und ich sage halt immer Folgendes, wer vorgesagt hat, ich habe ja den Spruch vom BBK ja umgedichtet, ich habe ja gesagt, wer es schafft, sich vorzubereiten, ist ihm vorbereitet, es zu schaffen. Ja. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen vielleicht für die Zuschauer? Ich meine, jetzt haben die ja wirklich viel Input, weil die fragen mich immer auf dem Kanal ja, wie vorbereiten und warum nicht in Gläsern und bla. Und das gibt ja jetzt schon mal ziemlich viel Auskunft, also wie man es jetzt angehen könnte und dass man auf jeden Fall die Broschüren da mal studiert. Ja, also mit den Gläsern, das ist, da haben wir auch, der Stefan Berndt war ja bei mir einmal da haben wir auch drüber diskutiert. Und es ist interessant, weil eigentlich würde mir jetzt nur Radioaktivität einfallen, die jetzt quasi durch ein Glas durchgeht, das aber jetzt wiederum nicht durch ein Blech durchgeht. Von dem her wäre vielleicht dann auch eine Möglichkeit, diese dreitägige Finsternis der NEMP, also dass quasi Atombombe in der Atmosphäre geschossen werden und damit ist aber die ganze Elektronik halt im Arsch. Ja, so, dann haben aber wir natürlich kein atomares Ding. Aber es kann doch auch sein, da gibt es jetzt irgendeinen Film auf Netflix, den habe ich mir auch geschaut. Das heißt irgendwas mit World Beyond oder so. Und da geht es dann darum, da kommen so Frequenzen, so ganz hochfrequente, die wo das Glas dann zum Bersten bringen. Ist auch sowas eine Möglichkeit? Da darfst du mich nicht fragen. Ich bin, kannst du mal alles über Stromnetz und Krisenvorbereitung fragen, aber ich bin kein Naturwissenschaftler. Warum das der Irlmeier sagt in Dosen? Keine Ahnung, aber die Frage wird halt sein, wenn er es schon sagt, dann kaufe ich halt Dosen, oder? Ich muss ja nicht immer alles auf dem Grund da
Genau. Wenn es dann mit den Gläsern, wenn die heben, dann ist es ja umso besser, wenn jemand da noch was, der muss dann nicht wegschmeißen. Aber ich darf halt einfach Dosen kaufen und fertiges Stalag. Oder es ist vielleicht einfach ein Erdbeben, dass du sagst, die Gläser fallen aus dem Regal raus. Kann alles sein. Ich weiß es ja nicht. Das ist ja bei den Vorhersagen immer so, du weißt ja nicht, um was das es geht. Ich sage halt was in der Realität, was mir so einfallen würde. Das waren die zwei Sachen. Ich kaufe halt einfach Dosen und fertig. Lass halt nicht das ist einfach, die kauft Sachen, die euch schmecken. Denkt dran, ihr habt ja vielleicht auch noch Kinder. Wenn ihr denen natürlich dann Sachen vorsetzt, die sowieso nicht mögen, ja, dann habt ihr natürlich noch drübere Stimmung im Haus, als wenn sie einer was Leckeres vorbereitet. Also auch Schokoladehorten da einsortieren im Regal, da kann man ja das so übereinander stapeln, weil Schokolade ist dann auch gut. Das ist auch so ein Thema, wo ich sage, da ist ganz viel Zucker ja mit drin. Das ist im Normalfall schlecht, in der Krise ist es gut, weil ich halt viel Kalorien habe. Weil du Energie brauchst. Genau. Natürlich auch Vitamine, zum Beispiel irgendwelche Obst etc. In Gläser oder in Dosen gibt es ja alles. Nehmt das mit dazu, so einen richtig guten Mix, wie man halt auch normal isst. So Nahrungsergänzungsmittel, so Vitamin C-Tabletten etc. ist ja vielleicht auch nicht schlecht, oder? Würde ich auf alle Fälle empfehlen, braucht man eigentlich auch im normalen Leben, weil mittlerweile einfach in unsere Sachen wie Salat ist halt lange nicht mehr die Vitamine drin, die es früher mal gegeben hat. Dafür schauen sie jetzt besser aus, aber wer nur so einen Salat selber aus dem Garten hat, der merkt einfach den Unterschied vom Geschmack her. Ja. Und da haben auch viel mehr Vitamine drin als das, was wir im Supermarkt kriegen. Das heißt, ich nehme die grundsätzlich immer mit dazu. Ja, genau, also dann wahrscheinlich brauchst du so eine Hausapotheke, aber das wird bei dir alles drinstehen. Das steht drin, das ist zum Beispiel bei mir, ich habe ja nach der Survival-3er-Regelung das Ganze gemacht und das erste ist ja 3 Minuten ohne Sauerstoff, das Problem haben wir jetzt vielleicht nicht, aber 3 Minuten bei schweren Verblutungen. Das heißt, für mich ist zum Beispiel Krisenvorsorge beginnt mit einem ersten Hilfekurs, wer in den letzten 2 Jahren keinen mehr gemacht hat. Denn einfach, ich bin beim Unfall, ich kann keinen Notruf wählen, es kommt dann keiner, das heißt, ich muss mir selber helfen. Und wenn ich dann vielleicht beim Autounfall habe, weil die Ampeln ausgefallen ist und bei mir liegen die Kinder daneben, bluten schwer und ich weiß nicht, was ich zu tun habe, weil ich das letzte Mal mit 18 Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe und dann stehe ich vor meinem Erste-Hilfe-Kasten, der wahrscheinlich nur in Zellophan ist, jetzt habe ich die Hände voller Blut, dann bringe ich den schon mal gar nicht auf. Das ist schon mal das Erste, der kehrt aufgerissen, mal reingeschaut, was da drin ist. Und dann halt, damit ich auch weiß, wie es anwählt, ist ein Erste-Hilfe-Kurs für mich zum Beispiel mit das Erste, was man zur Krisenvorsorge machen muss. Ich bin auf mich allein gestellt. Von den machen, der wo da wirklich alles erklärt, was brauche ich da für einen? Der Normale. Das ist schon mal fürs Erste, ist der Normale schon mal ausreichend. Es gibt auch auf YouTube gibt's auch gute Kanäle, die wo quasi da weit über das hinausgehen. Ich habe zum Beispiel viele Zusatzleben durchs THW oder auch durch die Reservisten. Aber der Normale ist schon mal einfach der Grundstock, dass ich sage, okay, das Wichtigste beherrsche ich. Glaubst du, dass die meisten Menschen das, was wir jetzt da besprechen, überhaupt auf dem Schirm haben, dass denen das überhaupt bewusst ist, dass sowas kommen kann? Ich würde mal sagen, über 90% nicht. Das ist das, warum ich auf meinem Kanal das versuche, die Leute in die Köpfe zu bringen und gelingt mir auch ganz gut, aber natürlich nur sehr begrenzt, weil ich habe zwar dieses Monat 1,2 Millionen Aufrufe, aber trotzdem ist das natürlich im Verhältnis wenig gegenüber dem, was wir Bürger haben. In Österreich, Schweiz und Deutschland. Das sind ja die Länder, wo bei mir hauptsächlich geschaut wird. Vor allem die dann nicht vorbereitet sind, die werden zur Gefahr dann auch für die anderen. Das ist das große Problem. Die größte Gefahr sind die Unvorbereiteten. Das sind so diese Zombies, sage ich immer so schön. Die dann rumrennen und so, gib mir Essen, gib mir Trinken. Oder holen sich's. Das machen Zombies ja auch. Und genauso ist es hier quasi auch. Ja gut, ich glaube, wir haben jetzt alles ziemlich abgedeckt und besprochen, oder? Wie gesagt, lädt euch die 2 Broschüren runter. Schaut's da mal mit rein. Auf meinem Kanal gibt es noch tausende von Zusatzvideos zu dem Thema. Es gibt also eine Playlist, wie man quasi mit Krisenvorsorge beginnt. Wer also ganz am Anfang steht. Und ja. Ich verlinke deinen Kanal einfach. Genau. Also in der Videobeschreibung dann finden. Aber die kennt doch eh jeder, oder? Ach, ich glaube nicht. Also. Gut, viele kennen mich, weil Stefan Berndt einmal da war. Also auch die Zuschauer deines Kanals haben vielleicht mal 1-2 Videos bei mir gesehen, weil der war 2-mal bei mir da. Ich fand das immer so spannend, so wie mir mit dir halt auch. Ich bin ja so der Faktenmensch, Mathematiker, alles nur das, was Naturding ist. Du gehst ja in eine ganz andere Richtung und die Kombination aus beiden finde ich immer richtig toll. Also das hat man halt auch wieder, du sagst das, ich sage, okay, so wäre es in der Realität, so könnte man es machen. Und so sieht halt viele Indikatoren und wenn die halt alle in so eine Richtung zeigen, also man muss ja verschiedene Indikatoren im Blick halten.
Und da ist halt Prophetie ist ein Indikator, aber nicht, das ist nicht alles. Man genau. muss da ein bisschen flexibel agieren. Aber wenn man das im Hinterkopf weiß, es könnte Hinterkopf, passieren, ja. Genau. Ja, dann muss ich mich da vorbereiten. Wenn ich weiß, nächstes Jahr, ich habe 10 Häuser in der Straße und ich weiß, nächstes genau. Jahr brennt eines davon ab, würde ich dann eine Brandversicherung abschließen? Wahrscheinlich schon. Ja, logischerweise, weil die Gefahr ist da. Und wenn die Gefahr nur 10% ist, Freunde, und ich weiß, meine Familie verhungert, das ja. ist doch nur 10-mal wichtiger als irgendein Haus. Das kann doch jeder machen, im Supermarkt ein bisschen mehr einkaufen und sich da ein bisschen was auf Halde. Und genau. du verlierst ja dabei nichts. Nee, ich nehme den da Sachen, wenn mein Lager ist voll, wenn Wasser reinkommt, wird das alte Wasser hergenommen genau. und fertig. Und so habe ich immer frisches Wasser, es läuft nichts ab. Insofern kostet es. Da kann man ja wirklich nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie böse Menschen sind, weil wir jetzt den Leuten Angst machen. Die Kommentare kriege ich einmal, du machst den Leuten Angst oder so, aber was haben sie denn für einen Nachteil? Wir bringen die ja nicht um einer Hab und Gut. Genau. Sie geben ein bisschen mehr Geld aus, aber das verlieren die ja nicht. Das haben die ja daheim eingelagert. Weil wir erklären nur, was möglich, was passieren könnte. Was ja. die dann daraus machen, das ist jeden Seis auch. Ja. Ich habe noch keine gezwungen mit der Pistole in der Hand, du kaufst jetzt ein. Sondern ich sage, Leute, macht's es. Es ist einfach, wenn ich Familienvater ja. bin oder Mutter, ich muss doch auf meine Familie schauen. Und das wäre doch das Schlimmste für mich, wenn ich weiß, meine Kinder hungern jetzt oder dursten jetzt, weil ich nicht vorgesagt habe. Ja. Freunde, es kann doch immer mal was passieren. Wir haben so oft, dass Wasser mit Bakterien verkeimt ist. Das kommt ja. immer mehr vor. Ja, dann ist es doch gut, wenn ich weiß, wie kann ich mit Bakterien umgehen. Ja. Entweder da abkochen oder durch einen Wasserfilter. Ich habe einen Wasserfilter, den schließe ich direkt am Wasserhahn an. Ja, ist mir völlig egal, ob da Bakterien oder Viren drin sind. Die kommen durch meinen Filter schlicht nicht durch. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mir ja das mal alles angeschafft, 21, 22 einen größeren Vorrat aufgebaut, weil ich ja zum Beispiel auch gerne die Dosen Ananas und so weiter. Und wenn ich da jetzt schaue, was ich da Geld gespart habe und was das jetzt kostet, da habe ich auch nur einen Profit eigentlich gemacht, weil ist ja sowieso. Und wenn ich es jetzt kaufe, zahle ich ja viel mehr Geld und wenn das jetzt eine große Menge ist, da sparst du ja hunderte von Euros eigentlich. Ja, es ist tatsächlich so. Wie gesagt, wer halt rechtzeitig vorgesagt hat, der ja. war billiger dran, jetzt kostet es natürlich etwas mehr, aber ja. macht euch keine Sorgen, die Preise werden steigen, weil die Strompreise steigen, also die Energiepreise und damit wird alles teurer. Es kann gar nicht anders sein. Insofern bist du jetzt trotzdem nur gut dabei, weil wie der Ihlmeier gesagt hat, Inflationsgeld ist nichts mehr wert. Das sehen wir jetzt seit 3 Jahren. Schau mal, was für 3er-Dosen kostet, was die heute kostet. Wir reden hier vom, teilweise vom Doppelten mittlerweile. Genau, und da hast du ja dann auch noch mehr wie bei jeder Aktie da Geld gemacht, wenn du das auf Halde gelegt hättest. Genau, also ich habe mein Geld zum Großteil in Ausrüstung investiert und habe damit jetzt, wenn ich es verkaufen darf, auch ein gutes Geschäft machen. Ja, weil es teurer wird. Genau. Ja, und wenn ich so den gängigsten Wasserfilter anschaue, der hat früher 29 Euro gekostet, jetzt kostet er 49 Euro. Brutal, gell? Ja. Der Britta, oder? Nein, richtiger Wasserfilter. Ach so, okay. Der Soja Mini. Wobei ich, wie gesagt, da nehme ich lieber so einen professionellen, der kann wesentlich mehr, kostet auch nicht mehr. Wer sich also für Wasserfilter interessiert, ich habe mal ein Video gemacht, Wasserfiltervergleich vor 2-3 Monaten. Wo ja. quasi mal zig Wasserfilter verglichen werden, was können die denn fahren, wo man im ersten Teil mal sieht, welche Gefahren können denn draußen im Wasser sein oder auch im Leitungswasser und wie kann ich denen begegnen eben mit so einem Wasserfilter und was können die Dinge vor allem auch nicht. Ich kann mich zu einem nicht aus dem Rhein rausdringen, also kann ich schon, ist aber nicht unbedingt so zuträglich meiner Gesundheit. Aber also ich weil der Rhein so richtig verseuchte Kloake ist, oder? Es gibt halt auch Sachen, die Aktivkohlefilter und ein normaler Mikrofilter auch nicht rausbringen. Das ist bei mir Kategorie 5 und das erkläre ich halt dann im Video, was können die einzelnen Filter und was können die nicht, dass man selber überprüfen kann, wenn ich einen Wasserfilter habe, kann der das alles oder muss ich mir da noch irgendwas anderes zulegen? Das finde ich alles auf deinem Kanal. Logisch. Da ist das auch verlinkt, dass ich mir den nochmal anschaue und so, da sind dann auch die Affiliate-Links drunter, oder? Ja klar, von irgendwas muss der arme Puppe auch leben. Logischerweise. Ja, ich habe ja da kein Problem. Also ich habe genau. da kein Problem, dass ich da jemand unterstütze, weil du tust ja viel Arbeit rein und so. Und wenn ich da was unterstützen kann, dass ich es dann über so einen Link kaufe, dann mache ich das halt einfacher. Ja, es ist wie bei jedem anderen. Ja. Jeder, der arbeitet, verdient Geld damit und so ist es ja bei dir oder bei mir genauso. Wir geben uns hier viel Mühe mit den Kanälen. Ja, dann ist es auch klar, dass wir das irgendwo wieder verdienen müssen, weil ja, wir ja. müssen halt auch von was leben. Aber es ist halt viel weniger, wie manche meinen und dann immer rumheulen, du machst es so aus kommerziellen Gründen und so. Und
Ja, ja. Jeder, der über 10.000 Abos hat, ist ja schon Millionär bei YouTube. Ja. Ich glaube, ihr braucht dir nicht erklären, dass es nicht so ist. Ich habe jetzt 1.000 Grundstücke da in Südamerika gekauft, weil ich so viel Geld verdiene darüber, ist ja klar. Also also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die ersten zweieinhalb Jahre habe ich so gut wie gar nichts mit YouTube verdient. Also da habe ich weit mehr Zeit investiert und Geld investiert, als was ich da rausgebracht habe. Und das hat sich dann eigentlich erst geändert, seit ich das hauptberuflich mache. Klar. Ich glaube aber auch, wenn dir das keinen Spaß macht, dass du das gar nicht machen kannst, weil da ist dann eigentlich jeder Job an der Tankstelle ist da gewinnorientierter, weil du ja gar nicht weißt, ob du da überhaupt mal was verdienst. Und bei mir ist es auch so, das ist eher so eine Leidenschaft und wenn was dabei rumkommt, umso besser. Genau, also bei mir war es auch, ich habe das nur zum Spaß gemacht, als reines Hobby. Ja. Und es hat mir auch Spaß gemacht und ich hätte mir nie gedacht, dass ich das irgendwann mal hauptberuflich mache. Aber irgendwann haben sie mich halt geärgert, ich war selbstständig und dann habe ich halt gesagt, wisst ihr was, dann mache ich halt das andere, probiere es einfach mal. Hätte nie gedacht, dass das funktioniert, aber es tut es seit drei Jahren. Die Leute sind schlimm, also wie es da zugeht und da kommst du dann eigentlich auch nicht durch, gerade wenn du dann da irgendwo drin bist, da wo du gemobbt wärst oder so Sachen da, was man da immer alles so mitkriegt. Du, es ist für mich ganz einfach, wenn jemand das sagt, ich habe das vor kurzem wieder gehabt, also ein Kommentar, ja, das ist, war alles viel seriöser, wenn du nicht irgendwelche Affiliate-Links drin hast und sage, ist kein Problem, zahlen wir 5.000 Euro im Monat. Für einen Selbstständigen ist das weniger als jemand, der 1.500 Euro netto verdient. Dann können wir drüber reden. Aber bis jetzt hat sich noch keiner bereit erklärt, mir 5.000 Euro im Monat zu geben. Die sind nur immer am Meckern, die Leute und so. Egal, was man da macht. Und dein Kanal, der ist ja wirklich wertvoll. Ich meine, wo kriege ich so eine Broschüre her? Da muss ja jemand Gedanken machen und das darf ja auch kein Depp sein, der wo sie jetzt da irgendwas da rein schreibt. Da musst du ein bisschen Ahnung haben von der Materie und da geht halt wieder voraus, du musst Bücher lesen, du musst dich informieren und dann und trotzdem meckern die Leute immer. Das ist allgemein so eine komische Kultur heutzutage. Es wird immer gemeckert, die sind immer unzufrieden und selber reißen sie alle gar nichts. Genau, und deswegen habe ich null Stress damit, genauso wenn jemand sagt, das ist Quatsch, was du sagst. Dann frage ich mal als erstes, ja was denn? Bring doch einfach einen Gegenbeweis. Seit 5 Jahren warte ich darauf, dass mich jemand widerlegt. Ist seit 5 Jahren nicht passiert. Insofern habe ich da keinen Stress. Aber wenn einiges Quatsch ist und so, ist es trotzdem besser vorbereitet zu sein, weil das trotzdem passieren kann. Es kann so viel passieren. Ja. Ich habe jetzt gerade einen YouTube-Kollegen, der hat seine Freundin rausgeschmissen, seinen Job hat er verloren, jetzt haust er draußen mit seinen Vorräten, weil er kein Geld momentan nicht hat. Bürgergeld? Bürgergeld? Ja, das muss er jetzt alles beantragen, aber jetzt muss er zuerst mal draußen, bis das dauert ja alles eine gewisse Zeit. Und Bürgergeld will er halt nicht. Er hat ist halt zu stolz dafür. Ja, lieber geh mal das Job Geld dann für andere Sachen aus. Stehst du einfach da? Ja. Er hat ein Waldgrundstück, da lebt er halt jetzt im Zelt. Ja, kann man machen. Ja, wenn man die Ausrüstung dazu hat, kann man das machen. Und es kann so vieles passieren, wo man nicht damit rechnet. Ja, aber ich denke, wir haben da jetzt wirklich viel abgedeckt. Also jeder, der es jetzt immer noch nicht kapiert und dann, ich meine, irgendwo ist er dann einmal gut. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich nicht alle retten kann. Ich versuche so viele wie möglich vorzubereiten, falls wirklich mal was passiert, dass ich dann sagen kann, okay, ich kann mich zurücklehnen, ich weiß, ich habe 100.000 dazu gebracht, dass sie sich vorbereiten. Mehr kann ich nicht machen. Ja. Ja, und das ist ja ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt leider derzeit nicht günstig für uns. So kann man es halt einfach ausdrücken. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist gegen uns. Leider, ja. Ja, ja gut, Stefan, wenn du nichts mehr hast, also ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut durchgebracht. Nochmal ein Aufruf an die Zuschauer, schaut den Kanal vom Stefan und lest euch die Broschüren durch. Ich werde mir das jetzt dann auch gleich bestellen und runterladen, werde das mal studieren und ich denke, dann ist man besser wie 90% der anderen Menschen vorbereitet. Desto mehr vorbereitet haben, desto besser ist es für uns alle und wer schafft, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es zu schaffen. So einfach ist das ganze Spielchen. Leute, denkt an eure Familie, sichert die mit ab. Denn ihr habt verantwortlich für die, dass die eben mal nicht hungern. Und es kann halt mal passieren, dass der Supermarkt mal ein paar Tage zu hat. Genau. Einfach ist. Ja, super. Danke, Stefan, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Du bist ein viel größerer Kanal. Also, dass du da wirklich da... Ah, mache ich doch gerne. Hast. Vor allem, mir gefällt immer dieses, wie du magst ja ganz anderes Thema wie ich. Und die zwei so miteinander zu verkoppeln, finde ich immer ziemlich spannend. Super, danke. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, gell? Servus. Alles klar. Servus, pfiat euch.